Herzlich willkommen hier bei mir auf dem blauen Sofa. Ja, hallo. Die Polizeien der 16 Bundesländer arbeiten an den gleichen Zielen mit teilweise unterschiedlichen Mitteln und verschiedene Rechtsgrundlagen, andere Lösungen zur Datenspeicherung oder auch bürokratische Hürden erschweren eine länderübergreifende Zusammenarbeit. Gibt es Wege, Kooperationen zu etablieren, Kooperationen zu optimieren, ohne die Eigenständigkeit der Bundesländer zu gefährden? Also zunächst war es meines Erachtens eine kluge Entscheidung der Väter unserer Verfassung, ein föderales System in Deutschland zu etablieren. Natürlich, es gibt vergleichbar andere Systeme wie in Frankreich oder Polen. Dort ist alles zentralistisch. Da scheint es manchmal schneller zu gehen. Manchmal scheint es weniger bürokratisch zu sein. Meine Erfahrung in den letzten 35 Jahren ist, dass es aber nicht wirklich besser funktioniert. Das heißt, das föderale System bedingt, dass zum Beispiel es 16 Polizeigesetze gibt der Länder im Bereich der Gefahrenabwehr, durchaus unterschiedlich, aber auch mit dem Blick darauf, dass zum Beispiel Niedersachsen und Bayern andere spezifische Probleme hat in Sicherheitsfragen, polizeilichen Fragen als zum Beispiel Brandenburg. Was aber wichtig ist, dass hinreichend zusammengearbeitet, koordiniert werden muss. Da gibt es, in diesem Jahr habe ich die Ehre, Vorsitzender in der Innenministerkonferenz seit 70 Jahren. Also vor 70 Jahren war man schon der Überzeugung, wir müssen bestimmte Kooperationsformen schaffen. Und das gelingt bis jetzt. In anderen Bereichen gibt es gemeinsame Stellen, Organisationen, wie das BSI zum Beispiel, das BBK und verschiedene andere, wo dann auch koordinierend zusammengearbeitet wird. Meine Erfahrung in den letzten 35 Jahren ist die, ich war 29 Jahre Bundestagsabgeordneter, dass der Bund immer die Neigung hat, ich damals auch, dass wir können das besser als die Länder. Und die Länder sagen, Moment mal, wir spielen hier eine Rolle und ihr nehmt uns nichts weg. Diese Konflikte gibt es immer wieder. Ich sehe da auch grundsätzlich kein Problem. Die Zusammenarbeit, das ist ein ganz wichtiges Projekt, Polizei 2020, das ist ein bisschen missverständlich, weil das vor 2030 nicht voll umgesetzt sein wird, ist insofern sehr wichtig, dass letztlich alle Polizisten, egal wo sie sind, das sind 360.000 in ganz Deutschland, an die wichtigen Informationen online herankommen, die sie gerade brauchen. Daran arbeiten wir mit dem gemeinsamen Datenhaus. Das soll im nächsten Jahr schon ans Netz gehen. Und ich sehe da gute Chancen, dass diese Notwendigkeit der Koordinierung und Zusammenarbeit dann auch hinreichend und besser als jetzt geschafft werden kann. Deutschland ist Einwanderungsland. Ohne Frage wollen wir denen Schutz bieten, die von Krieg oder politischer Verfolgung bedroht sind oder betroffen sind. Wie aber gehen wir zukünftig mit Migranten um oder mit Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland nicht unerhebliche Straftaten begehen und die Sicherheit vielleicht auch gefährden? Also zunächst ist es eine klare Festlegung unseres Grundgesetzes, dass wir Menschen, die Hilfe benötigen, auch Schutz gewähren. Das ist für mich völlig unumstritten. Für mich ist auch eine ethische Frage. Aber in der Tat, wir haben eben auch mit Asylbewerbern, Ausländern in Deutschland zu tun, die nicht bereit sind, sich an unsere Ordnung zu halten, die auch nicht bereit sind, sich an Recht und Gesetz zu halten. Und für diese Personengruppe ist für mich eins klar, wer unser Land nicht achtet und sich nicht an Recht und Gesetz hält, hat auch keinen Anspruch auf Schutz und Unterstützung. Das heißt, solche Menschen, gerade wenn sie Mehrfachtäter sind oder Serientäter sind, müssen das Land verlassen. In meinem Bundesland haben wir schon 2020 eine Taskforce zur Rückführung von straffälligen Ausländern, aber auch Störern, relevanten Persönlichkeiten und so weiter eingesetzt. Die arbeitet sehr erfolgreich. Wir schieben ab, teilweise direkt aus der Haft oder unmittelbar nach Verbüßung der Haft. Und dieses System, denke ich, sollten wir in meinem Bundesland auch weiter ausbauen. Problem ist nach wie vor, dass es viele Herkunftsländer gibt, die nicht bereit sind, ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung nachzukommen, diese Menschen wieder aufzunehmen. Und Problem ist auch, dass wir keinerlei diplomatische Beziehungen zum Beispiel zu Syrien haben. Das ist ein großer Mangel der deutschen Außenpolitik. Und deshalb natürlich Rückführung von Schwerstverbrechern syrischer Herkunft bisher auch nicht möglich sind. In diesem Punkt muss die Bundesregierung nachsteuern, denn die Akzeptanz in der Bevölkerung, den Menschen, die Hilfe brauchen, zu helfen, die ist nach wie vor da. Aber viele Menschen, die nur hierher kommen und unseren Staat missbrauchen, das
wird die Bevölkerung auch nicht akzeptieren. Insofern stehen hier große Aufgaben vor der Bundesregierung. Die Themen des EPKs, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind, machen es ja auch deutlich. Digitale Vernetzung, KI, komplexe Anwendungen gehören zum Tagesgeschäft der Polizeiarbeit. Zur Gewährleistung von Datensicherheit und zum Schutz vor Cyberangriffen sind einige Investitionen notwendig. P20 haben Sie schon erwähnt. Schaffen es die Strafverfolgungsbehörden, der sich auch weiterentwickelnden Kriminalität Herr zu werden? Also das ist ein sehr, sehr weites Feld und so viel Zeit haben wir das nicht alles zu bringen. Also ich wäre schon mal ganz froh, wenn die Bundesregierung, der Bundestag die Möglichkeit umsetzen würde, die uns der Europäische Gerichtshof ausdrücklich eingeräumt hat, im Bereich zum Beispiel Kinderpornografie, Schwerstverbrechen, Terrorismus, zur IP-Datenspeicherung zu kommen. Das heißt sogenannte Vorratsdatenspeicherung und nicht, wie es jetzt geplant ist, nur dieses Quick-Freeze-Verfahren, was überwiegend eigentlich ins Leere läuft. Weil dann das, was wir für eine Strafverfolgung brauchen, bei den Tätern schon gelöscht ist und dann kann man nichts mehr weitermachen. Also das hat mit KI überhaupt nichts zu tun. Hier muss einfach die Sache umgesetzt werden. Ich weiß, dass die Bundesinnenministerin das will, aber mal wieder ist die Koalition im Bund nicht in der Lage, so etwas umzusetzen. In der Frage der KI befinden wir uns noch sehr am Anfang. Die Europäische Union hat sich aufgestellt mit einer Richtlinie, die halte ich schon für relativ restriktiv, aber es ist nun mal die Rechtsgrundlage, die wir europäisch haben. Und jetzt wird es darauf ankommen, überhaupt erstmal zu definieren, welche Software sind denn schon KI und was ist noch nicht KI. Das muss man ja mal richtig festlegen. Ich hoffe, dass wir zu einer möglichst vergleichbaren Regelung kommen, bundesweit. Und was sehr wichtig ist, die Polizei muss auch das grundsätzlich nutzen können, was Verbrecher nutzen. Und da bin ich wieder bei der Frage Vorratsdatenspeicherung, andere Dinge. Also hier ist eine große Aufgabe, die auch noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir wünschen viel Erfolg bei der Bewältigung und ich bedanke mich jetzt für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.